Meine Lieblingszauberkarte wäre der Hälfte. Das ist echt seltsam. Wieso? Wir reden von Jaden. Alles, was er tut, ist irgendwie seltsam. Freunde, ihr dachtet, es gibt diesen Dezember keinen gescheiten Content mehr auf YouTube? Ihr dachtet, der Rest des Monats in dem Content Creator von YouTube diese anderen Maximilian Pegasus Gorgonzola Frischkäse und Fruchtsaftbasis Einnahmen bekommen, besteht nur aus irgendwelchen Reactions von 74 Millionen YouTubern, die in ihren 74.000 Euro Sesseln sitzen und irgendwelche Memes angucken, die man schon 10-mal gesehen hat und dann ab und zu Pause machen und dann... Dann habt ihr den C zu dem K zu dem Nachname von dem Typen, der in Staffel 2 aus Yu-Gi-Oh! Jackson kommt und den Hauptcharakter so heftig hops genommen hat, dass er keine Karten mehr sehen kann. Heftig unterschätzt. Man muss sich ja den Zeitgeist anpassen. Geh doch drauf, Junge. Okay, Freunde, wie ihr vermutlich gemerkt habt, bin ich aktuell maximal motiviert, euch diesen saftigen Content zu bringen. Und deshalb... Jo, Freunde, herzlich willkommen zurück zu den dümmsten Duellen in Yu-Gi-Oh! Dem Format, in dem wir unter die Lupe nehmen, wie ein ausgebildetes Team von Anime-Produzenten überfordert mit einem japanischen Kinderkartenspiel ist. Heute schauen wir uns das Duell zwischen Crow Hogan und Grigar aus Yu-Gi-Oh! 5Ds an. Und ich weiß, es wird wieder 27 Leute geben, die sagen, aber CK, Yu-Gi-Oh! 5Ds ist doof, die fahren auf Motorrädern. Und ja, ich meine, wenn ihr so sehr etwas gegen Yu-Gi-Oh! 5Ds habt, dann müsstet ihr ja umso mehr sehen wollen, wie Duelle aus Yu-Gi-Oh! 5Ds hops genommen werden auf CK Phoenix Basis, Freunde. Aber kommen wir zu den Beteiligten. Auf dem kleinen Flügelflitzer haben wir Crow Hogan. Wer von euch den guten Crow nicht kennt, sollte sich schämen, Yu-Gi-Oh! 5Ds nicht geguckt zu haben, weil es ein guter Anime ist. Und Crow der beste Charakter im gesamten Anime ist. Und vor allem, solltet ihr euch mein Video anschauen, das ich zu Crow Hogan gemacht habe, vor ein paar Tagen, könnt ihr euch gerne anschauen. Ist jetzt verlinkt. Auf der anderen Seite haben wir Grigar, der seine Frisur an seiner Schädeldecke festgeschraubt hat und so aussieht, als würde er Kleiderschränke zum Frühstück verspeisen. Gut, das sollte reichen, um die Charaktere kennenzulernen. Jetzt ist nur die Frage, warum duellieren sie sich überhaupt? Naja, die finsteren Auserwählten haben Satellite, also Crows Heimatstadt, infiltriert und mit einem schwarzen Nebel bedeckt, der die Seelen der Menschen in der Umgebung absorbiert hat. Es ist quasi wie die Geschichte von Cell aus Dragon Ball Z, nur etwas kinderfreundlicher. Crow konnte sich allerdings retten, indem er sich in einem Kühlschrank versteckte. Warum auch immer magische finstere Nebelwolken durch Betonwände kommen, aber nicht durch ein elektronisches Temperaturmanipulationsgefäß? Wie auch immer, Crow musste danach leider feststellen, dass die Waisenkinder, um die er sich immer gekümmert hat, ebenfalls absorbiert wurden. Dieser Moment ist für Crow in etwa der "Du hast schon so viele unschuldige Wesen getötet und jetzt auch noch Krillin!" Moment, nur dass Crow sich seine Haare nicht infolgedessen plötzlich auf magische Weise ohne chemisches Bleichmittel färben kann. Allerdings kann er wütend Motorrad fahren. Währenddessen wird Grigar, der in den Yugi-Knast gesteckt wurde, weil er Rex Goodwin angreifen wollte, von Goodwins Bruder Roman in die Paint-Papierkorb-Abteilung beordert, da dieser noch Großes mit ihm vorhat. Da Rex Goodwin Experimente in Grigars Dorf durchgeführt hat, wodurch das Dorf zerstört wurde und die Einwohner ebenfalls absorbiert wurden, ist Grigar bereit, Rache an Rex Goodwin zu nehmen. Gut für Roman, denn der macht Grigar mehr oder weniger freiwillig zum finsteren Auserwählten, wodurch sein eiserner Schädel nichts mehr als Rache beinhaltet. By the way, wurde Grigar im japanischen Original in dieser Szene von einer Spinne, dem Markenzeichen von Roman Goodwin, und ihrem Spinnennetz, ihr wisst schon, um den Hals gewickelt und entozweit und hat danach auch irgendwie nicht mehr gelebt und ich versuch's kinderfreundlich zu halten, ihr versteht, was ich meine, okay? In der westlichen Version hingegen wurde der Spinnenfaden einfach rausgelassen und Grigar schwebt einfach so über der bunten Suppe und kein Mensch weiß wieso. Dabei macht das mit der Zensur eigentlich keinen Sinn, denn um ein finsterer Auserwählter zu werden, muss man als finsterer Auserwählter wiedergeboren werden. Und um wiedergeboren zu werden, muss man logischerweise nun mal erstmal sterben. Und zwar nicht dieses typische "Seine Gedanken wurden ins Reich der Schatten verbannt, aber wenn wir den Hauptantagonist dieser Staffel besiegen, dann kommt er wieder mit seiner Seele aus dem Reich der Schatten zurück." Sondern sie müssen literally sterben. Für jemanden, der also die deutsche Fassung schaut, macht es also schon gar keinen Sinn, dass Grigar überhaupt zum finsteren Auserwählten wurde, denn ohne dieses Detail, dass er dann nun mal am seidenen Faden hängt, macht es gar keinen Sinn, da man gar nicht versteht, dass er in dieser Szene halt, naja,
abkratzt. Wie auch immer, Grygar ist jetzt böse, verdrückt nun also nicht vegane Kleiderschränke zum Frühstück und ist auf dem Weg, um sich an dem Mann zu rächen, an dem er sich schon längst rächen wollte. You say Fudo. Habt ihr jetzt Rex Goodwin erwartet? Ich auch, aber es ist Yu-Gi-Oh! Also was stellen wir überhaupt für Erwartungen? Denn scheinbar will Grygar sich erst an Yusei dafür rächen, dass er ihn mit einer Hot Wheels Crash-Aktion wieder zur Vernunft bringen wollte, als er den Verstand verloren hat. Ist auch eigentlich nicht unser Problem, denn Crow, der die finsteren Auserwählten herausfordern will, trifft auf Grygar, der die Auserwählten herausfordern will. Zu denen Crow zwar nicht gehört, aber alle anderen sind aktuell beschäftigt, also ist das eigentlich auch egal. Grygar meint, dass Crow nicht gewinnen könnte, weil er ja kein Auserwählter sei, aber Crow meint, dass er einen Meinungsverstärker mitgebracht hat, um Grygar zum Duell zu zwingen. Da ein von finsteren magischen Kräften wiederbelebter Kleiderschrankfresser selbstverständlich nicht weiß, wie er eine explodierende Staubuhr kontern soll, willigt Grygar in das Duell ein. Es werden dann noch ein paar Kerzen angezündet, um auch schön die Straße abzusperren, und die beiden einigen sich darauf, dass der es in die erste Kurve schafft, anfangen darf. Crow wirft dann seinen Meinungsverstärker vor die Startlinie. Aber warte mal, willst du mir etwas sagen? Das ist gar kein Meinungsverstärker. Und Crow hat Grygar nur reingelegt? Wie findest du das hier? Guck nicht so, das war nur mein Wecker, der geht eh vor. Ich schlage vor, wir fahren los, wenn der Countdown bei Null angekommen ist. Okay, soweit so gut, aber eine Frage habe ich da noch. Wie wollt ihr, wenn ihr hier steht und der Wecker dort mit der Anzeige nach vorne zeigt, den Timer sehen? Das ergibt doch gar keinen Sinn, wenn ihr den Timer nicht mal sehen könnt. Wozu dann überhaupt der Countdown? Aber als Zuschauer hinterfragt man sowas halt eh nicht. Die beiden rasen dann los, Crow nimmt zuerst die Kurve, da er zwar kleiner, aber beweglicher ist, und damit hat Crow den ersten Zug. Okay, Freunde, das Duell geht los, und wie wir sehen können, haben beide Spieler bereits ihren Feldzauber Tempowelt auf dem Feld, was Pflicht ist, da es sich hierbei um ein Turbo-Duell handelt, und ich weiß, Turbo-Duelle und so weiter und so fort muss man nicht mögen, aber ich versichere euch, es wird kaum einen Einfluss auf das Duell haben, ob die jetzt auf einem Motorrad sitzen oder nicht, aber damit wir alle dieselbe Sprache sprechen, erkläre ich ganz kurz, was Tempowelt überhaupt macht. Diese Zauberkarte sorgt lediglich dafür, dass ab dem zweiten Spielzug des Duells in jeder Standby-Phase ein Tempozähler auf diese Karte kommt. Und diese Tempozähler machen an sich nicht wirklich etwas. Sie sind halt einfach nur da, um die Zauberkarten bzw. Tempozauber einzuschränken, die es nun mal in Turboduellen gibt. Denn in Turboduellen gibt es keine normalen Zauberkarten. Es gibt nur Tempozauberkarten, die man eben nur dann aktivieren kann, wenn man eine gewisse Anzahl an Tempozählern gesammelt hat. Das Ganze soll quasi symbolisieren, dass man nur dann Zauberkarten aktivieren kann, wenn man eine gewisse Geschwindigkeit mit seinem D-Wheel, also seinem Motorrad, erreicht hat. Wie gesagt, ob einem die Mechanik gefällt oder nicht, ist vollkommen egal. Ich wollte einfach nur erklären, was das genau überhaupt bedeutet. Und es wird sowieso keinen Einfluss auf das Duell haben, weil im gesamten Duell auch nur eine Tempo-Zauberkarte aktiviert wird. Also eigentlich ist es wirklich egal. Aber damit wir trotzdem etwas zum Lachen haben, habe ich einfach mal einen Tempo-Counter eingefügt. Denn ich wette, ich werde dieses Wort noch einige Male sagen, obwohl es absolut keinen Einfluss auf das Duell hat. Wie wir sehen können, startet Crow mit den Karten Schwarzflügel Fane die Stahlkette, Schwarzflügel Vajo das Symbol der Ehre, Schwarzflügel Shura die blaue Flamme, Schwarzflügel Gegenreaktion und Fake Feather, wie heißt sie nochmal auf Deutsch? Nachgemachte Feder, was? Nachgemachte Feder. Das sind Karten, die sollte eigentlich so gut wie jeder kennen, der halt mal Schwarzflügel gespielt hat. Also ich gehe davon aus, dass die meisten diese Karten kennen werden. Dann haben wir auf der anderen Seite bei Grygar Beschwörungsreaktor SK, Fake Explosion, vorgetäuschte Explosion müsste die auf Deutsch heißen. Also die Namen sind hier auf Englisch, deswegen kann sein, dass ich das ab und zu mit dem Deutschen vermischen werde, aber ich versuche immer die deutschen Namen zu sagen, okay? Zauberreaktor RE, Fallenreaktor Wi-Fi und sein finsteres Empfängermonster Doom Submarine, okay? Dazu kommen wir später noch. Wie gesagt, fängt Crow an, da er als erstes in die Kurve gekommen ist, und er zieht die Zauberkarte Tempozauber Engelsstab. Wie gesagt, das ist die einzige Zauberkarte, die in diesem Duell vorkommt. Es ist so dumm, weil in Yu-Gi-Oh! 5Ds gerade wegen dieser Mechanik kaum Zauberkarten vorkommen, weil sie durch diese Tempozähler so eingeschränkt sind und man sie gefühlt nie aktivieren kann. Wie auch immer, die erste Karte, die Crow spielt, ist Schwarzflügel, Shura, die blaue Flamme! Ja, Crow, meinst du etwa die Shura, die blaue Flamme, die sich noch auf deiner Hand befindet, während du sie angeblich ausspielst? Okay, dieses Mal habe ich sogar gedoublecheckt, ob es sich hierbei um einen Fehler des Animationsstudios handelt oder ob hier mal wieder der 4Kids-Faktor zugeschlagen hat. Und ich denke, ihr habt bereits eine Vermutung,
was das betrifft. Euch ist ja bestimmt schon mal aufgefallen, dass die Karten, die wir in der deutschen bzw. generell in der internationalen Version des Anime sehen, etwas anders aussehen als im japanischen Original. Das hat rechtliche Gründe und bedeutet für uns, dass 4Kids die Karten bei der Übersetzung immer etwas verändert. Letztendlich bedeutet das aber nicht, dass die Karten ausgetauscht werden oder sie andere Effekte bekommen oder sonst irgendetwas. Sie sollen einfach nur optisch etwas abgeändert werden für den internationalen Markt. Mit dieser Information im Hinterkopf schauen wir uns jetzt folgende Szene aus beiden Versionen an. Im Original sieht man, wie er Schwarzflügel-Shura die blaue Flamme auf der Hand hat, Tempo-Zauber-Engelstab zieht, die Karte zu seinen anderen Karten legt und im selben Atemzug Shura auf die Hand nimmt, um sie dann auszuspielen. Das Original trifft also keine Schuld, die haben es genau richtig gemacht. Was denkt sich jetzt aber irgendein random 4Kids-Mitarbeiter bei der Übersetzung? Also in der nächsten Szene spielt der Schwarzflügel-Shura die blaue Flamme aus. Er sagt sogar, dass der Schwarzflügel-Shura die blaue Flamme ausspielen will. Wir übersetzen es sogar extra so, dass der Schwarzflügel-Shura die blaue Flamme ausspielen will. Und es ist sogar im Original zu sehen, dass er extra Schwarzflügel-Shura die blaue Flamme auf die Hand nimmt, um sie gleich auszuspielen. Welche Karte müssen wir also hier einsetzen? Richtig! Schwarzflügel war ja das Symbol der Ehre. Junge, ich geb euch gleich Ehre. Ihr hattet einen Job, 4Kids. Ihr hattet einen Job. Ihr müsst mal überlegen, das sind erwachsene Menschen, die dafür bezahlt werden, genau das zu tun. Das ist deren einziger Job. Und die verkacken es einfach. Das ist zwar nur so eine kleine Nebenszene und vielleicht sollte man sich über sowas auch nicht so aufregen, aber wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt. Man muss ja hier nicht mal kreativ sein. Man muss nicht mal Ahnung von Yu-Gi-Oh! Haben. Man bekommt es doch literally vor die Nase gesetzt. Man sieht das doch, dass in dieser Szene Shura die blaue Flamme in seiner Hand ist. Warum macht man das dann anders? Wenn es doch gar keinen Sinn ergibt. Man sieht doch, was er hat. Warum macht man das dann nicht einfach? Es ist doch viel anstrengender und komplizierter, sich dabei zu denken, welche Karte hat er gerade nicht in die Hand genommen und würde demnach nicht hier reinpassen? Ja, Schwarzflügel war ja das Symbol der Ehre. Deshalb kann man ja hier nicht mal argumentieren, dass sie es sich lediglich einfacher machen wollten. Das würde zwar den Fehler nicht ungeschehen machen, aber es wäre wenigstens irgendeine Erklärung. Aber wie funktioniert das denn bitte? Sie bekommen Shura die blaue Flamme vor die Nase gesetzt, schauen sie das Original an, daneben machen sie dann aber Wayu das Symbol der Ehre rein. Warum? Man sieht doch, dass es nicht diese Karte ist. Das ist so, als würde dir jemand ein Bild von einem Apfel zeigen und sagen, zeichne jetzt diesen Apfel nach und du hast diesen Apfel dabei die ganze Zeit vor deiner Nase und daneben zeichnest du einfach einen Autoreifen. Wie soll das denn funktionieren? Aber zurück zum Thema, Crow spielt also sein Schwarzflügel Shura die blaue Flamme im Angriffsmodus und spielt dann noch seine nachgemachte Feder verdeckt und beendet seinen Zug. Das bedeutet, Grigar ist dran, dieser zieht die Karte Diving Exploder, ich habe jetzt leider gerade den deutschen Namen vergessen. In der Standby-Phase aktivieren sich die Effekte von beiden Tempo-Welten und sie bekommen beide einen Tempozähler. Und dann beschwört Grigar seinen Fallenreaktor Wi-Fi im Angriffsmodus. Jetzt könnte man natürlich meinen, warum beschwört er ein Monster mit 800 Angriffspunkten im Angriffsmodus, aber Grigar hat hier den Plan, meine Freunde. Und zwar aktiviert er den Effekt von Diving Exploder, wirft die Karte von seiner Hand ab und dadurch werden die Angriffs- und Verteidigungspunkte von allen Monstern auf dem Feld getauscht. Dadurch hat Fallenreaktor Wi-Fi jetzt 1800 Angriffspunkte und Schwarzflügel Shura die blaue Flamme nur noch 1200, wodurch Fallenreaktor Wi-Fi selbstverständlich mehr Punkte hat. Hört sich also ziemlich schlau an, oder? Theoretisch ist es das auch, aber ich bin mal etwas tiefer ins Detail gegangen. Es macht nämlich für Grigar absolut gar keinen Sinn, die Karte Diving Exploder überhaupt in seinem Deck zu spielen. Wenn wir uns einfach mal alle Monster anschauen, die Grigar in der Serie gespielt hat, werden wir feststellen, dass es kaum Monster gibt, bei denen es sich lohnen würde, die Angriffs- und Verteidigungspunkte zu tauschen, da die meisten ohnehin mehr Angriffspunkte als Verteidigungspunkte haben. Und come on, mehr Verteidigungspunkte als Angriffspunkte haben zu wollen, macht halt so gut wie nie Sinn. Also da brauchen wir gar nicht erst drüber nachdenken. Wenn man mal alle Monster wegnimmt, die ohnehin wenig Angriffs- und Verteidigungspunkte haben und in den meisten Fällen einfach nur da sind, um sowieso sofort für eine Synchro-Beschwörung als Synchromaterial benutzt zu werden, bleiben nur zwei Monster in Grigars gesamten Deck übrig, bei denen es sich lohnen würde, die Angriffs- und Verteidigungspunkte zu tauschen. Das eine ist Fallenreaktor Wi-Fi, den er in dieser Situation auf dem Feld hat, und das andere ist Finsterer Träger. Ein finsteres Synchromonster, welches er literally erst vor ein paar Minuten bekommen hat. Ich meine, wollt ihr mir allen Ernstes erzählen, dass er diese ansonsten komplett nutzlose Karte ausschließlich dafür spielt, die Angriffs- und Verteidigungspunkte von Fallenreaktor Wi-Fi zu vertauschen? Weil es auch so wahrscheinlich ist, diese beiden Monster immer gleichzeitig zu haben und dass es auch überhaupt immer relevant ist, das zu tun. Ich meine, wenn man mit solchen Deckaufbauskills zum finsteren Auserwählten wird, dann wundert es mich nicht, warum sie komplett
hops genommen wurden. Nehmen wir das aber einfach mal so hin. Grygar greift mit seinem Fallenreaktor Wi-Fi, also Schwarzflügelschura, die blaue Flamme an. Crow verliert 600 Lebenspunkte und Schwarzflügelschura, die blaue Flamme, wird zerstört. Dann spielt Grygar noch eine Fallenkarte verdeckt und beendet seinen Zug. Crow ist dann dran und er zieht die Karte Schwarzflügel, Bohrer der Speer. Dürfte auch so gut wie jeder kennen. In der Standby-Phase bekommen beide Tempowelten jeweils einen Tempozähler. Und dann aktiviert Crow, wie gesagt, die einzige Zauberkarte des Duells, und zwar Tempozauber Engelstab. Das könnte man sich vorstellen, ist quasi die Tempo-Version von Elegante Wohltäterin. Man kann sie halt nur aktivieren, wenn man zwei oder mehr Tempozähler hat, was in dieser Situation für Crow der Fall ist. Und sie erlaubt es ihm, zwei Karten von seinem Deck zu ziehen und dann eine abzuwerfen. Er zieht Schwarzflügel Mistral der Silberschild und Schwarzflügel Elfin der Rabe und er entscheidet sich dazu, Schwarzflügel-Elfin den Raben abzuwerfen. Nachdem er das gemacht hat, beschwört er dann seinen Schwarzflügel-Mistral den Silberschild im Verteidigungsmodus und da er jetzt ein Schwarzflügelmonster kontrolliert, kann er Bohrer der Speer von seiner Hand spezial beschwören. Und an dieser Stelle passiert etwas, was irgendwie keinen Sinn ergibt, beziehungsweise, also ich würde es zumindest anders machen. Er geht in die Battle-Phase und greift mit Bohrer dem Speer Fallenreaktor Wi-Fi an. Obwohl er mit Bohrer der Speer und Mistral der Silberschild ein Empfängermonster der Stufe 2 und ein Nicht-Empfängermonster der Stufe 4 auf dem Feld hat, was bedeutet, dass er eine Synchro-Beschwörung zu Schwarzflügel-Waffenmeister machen könnte. Schwarzflügel-Waffenmeister hat 2300 Angriffspunkte und sollte Grygar danach Monster im Verteidigungsmodus beschwören, dann könnte er da sogar durchschlagenden Kampfschaden machen und bekommt sogar noch mehr Angriffspunkte dazu. Es ergibt also nicht wirklich Sinn, hier Bohrer und Mistral auf dem Feld zu halten, aber wir werden gleich sehen, warum das so ist. Zunächst aber greift Crow mit Bohrer dem Sperrfallenreaktor Wi-Fi an und hört euch an, was Crow dann dazu zu sagen hat. Was? Wieso hat Grygar nur so wenige Lebenspunkte verloren? Bro, er verliert 900 Lebenspunkte, weil 1700 minus 800 900 ergibt, die von seinen 4000 Lebenspunkten dann nun mal abgezogen werden. So funktioniert Yu-Gi-Oh! Hast du jemals dieses Spiel überhaupt gespielt? Das, was er eigentlich sagen sollte, ist, warum bleibt dein Fallenreaktor Wi-Fi noch auf dem Spielfeld? Und das passiert wegen der Fallenkarte vorgetäuschter Explosion, die verhindert, dass er im Kampf zerstört wird und außerdem noch den Beschwörungsreaktor SK von der Hand beschwört. Anstatt dich über das zu wundern, was normalerweise nicht funktionieren würde, wunderst du dich über die Schadensberechnung, die ganz normal durchgeführt wurde. Diese Szene ist einfach die Yu-Gi-Oh! Version hiervon. Diesen bescheuerten Helm brauche ich auch nicht. Neptun sei mit ihr. Wie lange kann sie das durchhalten? Ich habe keine Ahnung. Sandy ist ein Mädchen. Jetzt weiß Crow also, dass er ein stärkeres Monster auf dem Feld hat, nämlich den Beschwörungsreaktor SK mit 2000 Angriffspunkten und er entscheidet sich immer noch nicht dazu, seine beiden Monster zu Schwarzflügel-Waffenmeister zu machen, der immerhin genug Punkte hätte, um nicht von SK zerstört zu werden. Also, ich habe keine Ahnung, was er sich genau hierbei gedacht hat, aber wir werden sehen. Grygar ist am Zug und er zieht die Karte Finstermeer-Rettungsboot. Danach bekommen beide Spieler einen Tempozähler auf ihre jeweilige Tempowelt und Grygar beschwört dann den Zauberreaktor RE. Er hat mittlerweile alle drei Reaktoren, also Beschwörungsreaktor, Zauberreaktor und Fallenreaktor auf dem Feld und das bedeutet, dass er sie alle drei auf den Friedhof schicken kann, um seine fliegende Festung Skyfire zu beschwören. Und jetzt sehen wir auch, warum Crow keine Synchro-Beschwörung gemacht hat. Denn fliegende Festung Skyfire erlaubt es Grygar, einmal pro Zug eine Karte von seiner Hand auf den Friedhof zu legen und dafür eine Karte auf der Feldseite von Crow zu zerstören. Er entscheidet sich dazu, Schwarzflügel Mistral der Silberschild zu zerstören und greift dann mit seiner fliegenden Festung Skyfire Schwarzflügel Bohrer den Speer an. Aber da Schwarzflügel Mistral der Silberschild zuvor zerstört wurde, nimmt Crow durch diesen Kampf keinen Schaden. Das ist nämlich der Effekt von Mistral der Silberschild und das ist auch der Grund dafür, dass er keine Synchro-Beschwörung gemacht hat. Es gibt hier allerdings zwei Dinge, die nicht wirklich funktionieren. Zwei Dinge, die nicht funktionieren! Zum einen hätte Grygar einfach mit seiner fliegenden Festung Skyfire Crows Bohrer den Speer angreifen können, wodurch Crow dann immerhin 1300 Punkte Schaden genommen hätte und danach einfach Mistral den Silberschild zerstören. Zum anderen macht es rückblickend betrachtet dann gar keinen Sinn, dass Crow Waffenmeister nicht beschworen hat, denn er konnte gar nicht wissen, dass Grygar diesen Zug machen würde. Beziehungsweise konnte er zumindest, bevor er seine Fallenkarte vorgetäuschte Explosion aktiviert hat, nicht wissen, dass er in diesem Zug alle drei Monster für fliegende
Festung Skyfire auf dem Feld haben würde. Und wie gesagt, hätte er auch einfach zuerst Bora den Speer angreifen können und danach Mistral zerstören können, wodurch Crow dann trotzdem Schaden genommen hätte. Das bedeutet also, sich in dieser Situation darauf zu verlassen, dass er mit Mistral dem Silberschild eventuell keinen Schaden nehmen wird, statt Waffenmeister zu beschwören, der mehr Punkte hat, mehr Schaden macht und im Fall, dass Grigar zuerst angreift, ihm auch weniger Schaden verursacht, ergibt in dieser Situation gar keinen Sinn. Es ergibt nur dann Sinn, wenn man den Duellverlauf im Vorfeld bereits kennt und deshalb weiß, was als nächstes passieren wird. Das tut Crow aber nicht. Das tun nur die Produzenten. Klar, am Ende ist es für Crow mehr oder weniger besser, so wie es passiert ist, aber es hätte in der Ausgangssituation überhaupt keinen Sinn ergeben, so zu handeln. Es passiert so oft in der Welt von Yu-Gi-Oh!, dass Duellant XY irgendeinen Zug macht, der augenscheinlich gar keinen Sinn ergibt, nur um dann aber zwei Züge später zu sagen, aber hier, jetzt habe ich diesen Effekt, obwohl das eigentlich gar keinen Sinn ergibt, weil dieser Duellant das in diesem Moment gar nicht wissen konnte, dass es überhaupt relevant sein wird. Was ich damit sagen will, die Produzenten versetzen sich beim Skripten dieser Duelle nicht mal wirklich in die Charaktere, sondern schreiben einfach irgendwas dahin, was halt irgendwie augenscheinlich passt. Obwohl es das eigentlich gar nicht tut. Machen wir aber weiter mit dem Duell. Grigar beendet seinen Zug. Das bedeutet, Crow ist dran und er zieht die Karte Schwarzflügel. Gale, der Wirbelwind. Eine der wohl besten Schwarzflügelkarten. Dürfte auch so gut wie jeder kennen, der in den letzten 10 Jahren Yu-Gi-Oh! Gespielt hat. In der Standby-Phase bekommen beide Tempowelten jeweils einen Tempozähler. Das bedeutet, beide Duellanten haben bereits 4 Tempozähler, obwohl die Tempozähler absolut gar keine Auswirkung mehr auf das Duell haben. Ich wollte es nur gesagt haben. Und dann ist Crow dran und beschwört seinen Schwarzflügel Vayu, das Symbol der Ehre, im Verteidigungsmodus. Durch den Effekt von Fliegende Festung Skyfire kann Grigar allerdings einmal pro Spielzug ein Monster, welches beschworen wird, zerstören und Crow dann 800 Punkte Schaden zufügen. Das bedeutet, Vayu wird zerstört, Crow verliert 800 Lebenspunkte, aber Crow aktiviert dann sofort den Effekt von Vayu, das Symbol der Ehre, und entfernt ihn und Elfin den Raben von seinem Friedhof aus dem Spiel und beschwört Schwarzflügel Rüstungsmeister. Bei aller Unlogik muss ich zugeben, das war wirklich ein guter Zug, denn er hat einen Weg gefunden, Vayu, das Symbol der Ehre, in den Friedhof zu bekommen und es dann für sich zu nutzen und Rüstungsmeister zu beschwören. Also, ja, das war einfach ein guter Zug. Was allerdings kein guter Zug ist, ist das folgende, denn Crow beschwört jetzt seinen Schwarzflügel Gale, der Wirbelwind, was er tun kann, da er ein anderes Schwarzflügelmonster kontrolliert. Und jetzt würde man vermuten, Crow aktiviert den Effekt von Gale, dem Wirbelwind, der es ihm erlaubt, die Angriffspunkte von der fliegenden Festung Skyfire zu halbieren. Das tut er aber nicht, stattdessen greift er mit Schwarzflügel Rüstungsmeister die fliegende Festung Skyfire an und ja, Rüstungsmeister kann nicht durch Kampf zerstört werden, er bekommt auch keinen Kampfschaden und es sorgt dafür, dass die fliegende Festung Skyfire eine Keilzählmarke bekommt, die Crow dann auch sofort entfernen kann, um die Punkte von Skyfire auf 0 zu reduzieren und dann mit Gale, dem Wirbelwind, anzugreifen, die fliegende Festung Skyfire zu zerstören und Grigar 1300 Punkte Schaden zuzufügen. Ich will an der Stelle nur mal erwähnen, dass immer, wenn man 1000 Punkte Schaden auf einmal bekommt, die Tempowelt einen Tempozähler verliert, obwohl es, wie gesagt, einfach keine Auswirkung auf das Duell hat. Das Endresultat ist also, dass Crow Schwarzflügel Rüstungsmeister und Schwarzflügel Gale den Wirbelwind auf dem Feld hat, fliegende Festung Skyfire zerstört wurde und Crow Grigar 1300 Punkte Schaden zugefügt hat. Das hätte man aber auch einfach anders machen können. Hätte Crow einfach zuerst den Effekt von Schwarzflügel Gale dem Wirbelwind aktiviert, um die Punkte von Skyfire auf 1500 zu reduzieren, hätte er mit Schwarzflügel Rüstungsmeister angreifen können, hätte ebenfalls Skyfire zerstört, 1000 Punkte Schaden gemacht und dann nochmal mit Gale dem Wirbelwind angreifen können und hätte damit nochmal dann 1300 Punkte Schaden gemacht, also hätte er im Endeffekt 1000 Punkte mehr Schaden gemacht. Man entscheidet sich aber dagegen, dass Crow hier mehr Schaden macht, weil dieses Duell selbstverständlich noch nicht zu Ende sein soll. Ich meine, so ein Duell darf nicht nur ein oder zwei Folgen gehen, es muss mindestens 3 Folgen gehen. Danach spielt Crow dann noch seine Karte verdeckt und beendet seinen Zug. Grigar ist dann wieder dran, in der Standby-Phase bekommen wieder beide Tempowelten jeweils einen Tempozähler und Grigar aktiviert den Effekt von seinem finsteren U-Boot, was es ihm erlaubt, es als Spezialbeschwörung zu beschwören. Als nächstes beschwört er dann sein Finstermeer-Rettungsboot und stimmt sein Finstermeer-Rettungsboot auf sein finsteres U-Boot ein und macht eine finstere Synchro-Beschwörung zu dem finsteren Träger. Und nur zur Information, finstere Synchro-Beschwörung verlaufen quasi in die entgegengesetzte Richtung wie normale Synchrobeschwörungen. Das bedeutet, dass die Stufe des Empfängers nicht zu der des Nicht-Empfängers addiert wird, wie es zum Beispiel bei Crow gewesen ist, sondern die Stufe des Empfängers wird von der Stufe des Nicht-Empfängers abgezogen und das finstere Synchro-Monster hat dann quasi auch eine negative Stufe. Denn dieser finstere Träger ist quasi, also es ist jetzt hier ein Xyz-Monster, ich wusste nicht, wie ich das sonst darstellen soll, er ist quasi von der Stufe
minus 8. Und seine Monster sind ja Stufe 1 und 9. Und wenn man von 1 9 abzieht, hat man minus 8. Also nur damit ihr wisst, wie Synchro-Beschwörungen beziehungsweise finstere Synchro-Beschwörungen funktionieren. Crow hat in der Zwischenzeit ebenfalls ein neues Synchro-Monster beschwören, und zwar Schwarzflügel Silberwind der Aszendant, der einfach auf dem Feld liegt, obwohl er noch gar nicht beschworen wurde. Das ist mal wieder so eine Sache, wo man einfach eine Karte hingelegt hat, obwohl sie eigentlich gar nicht da ist. Also weiterer Animationsfehler. Ich frag mich, warum man das macht. Vor allem ist es halt einfach ein Spoiler für das Duell, weil die Karte entscheidend sein wird. Also, warum tut man das? Aber zurück zum Duell. Grigar hat den Effekt von Finstermeer Rettungsboot benutzt, um zwei Karten zu ziehen, da es als Synchromaterial benutzt wurde. Nicht wundern, im TCG kann man damit eigentlich nur eine Karte ziehen, aber im Anime kann man damit zwei Karten ziehen, also können wir uns darüber nicht beschweren. Als nächstes aktiviert er den Effekt seines finsteren Trägers, um seine fliegende Festung Skyfire vom Friedhof zurückzuholen. Und das ist der Effekt dieses finsteren Trägers. Der Effekt ist es, dass du fliegende Festung Skyfire vom Friedhof beschwören kannst. Das wird auch explizit so gesagt. Wenn man jetzt sagen würde, okay, einmal pro Spielzug kann ich ein Maschinenmonster von meinem Friedhof zurückholen oder sonst irgendetwas, würde ich das nachvollziehen. Aber das ist ein finsteres Synchromonster, welches gar nicht irgendwie überhaupt wissen sollte, dass die fliegende Festung Skyfire überhaupt existiert. Denn Grigar war ja eigentlich gar nicht als finsterer Auserwählter vorgesehen. Warum sollte es also ein finsteres Synchromonster geben, welches Grigars Bossmonster einmal pro Zug vom Friedhof beschwören kann? Also, wie genau kann ich mir das denn vorstellen? Haben sie diese Karte einfach so kurz noch designt, als Grigar dann zum finsteren Auserwählten wurde? Kann man das einfach so machen? Kann man sich einfach Karten und Effekte ausdenken? Kann man sich einfach alles so zurechtschieben, wie es einem passt? Ich meine, man muss doch irgendwie Karten benutzen, die es schon gibt, beziehungsweise die hergestellt wurden oder die zumindest in irgendeiner Prophezeiung vorkommen. Wie wollt ihr mir erklären, dass es ein finsteres Synchromonster gibt, welches ein Monster vom Friedhof beschwören kann, welches eigentlich gar nicht zu einem finsteren Auserwählten gehört? Das macht einfach gar keinen Sinn. Das ist halt ungefähr so, als würde Yugi Yuseis Sternstaubdrachen bekommen und der hat dann plötzlich den Effekt, dass man den schwarzen Magier vom Friedhof beschwören kann. Aber da die fliegende Festung Skyfire wieder da ist, kann Grigar auch den Effekt wieder benutzen, eine Karte abwerfen und Crows Schwarzflügel Rüstungsmeister zerstören. Als nächstes greift er dann mit seiner fliegenden Festung Skyfire Schwarzflügel Gale den Wirbelwind an. Crow nimmt dann 1700 Punkte Schaden, verliert auch einen Tempozähler dadurch und Gale der Wirbelwind wird zerstört. Grigar spielt dann noch eine Karte verdeckt und beendet seinen Zug, was bedeutet, dass Crow wieder dran ist. In der Standby-Phase bekommen beide wieder einen Tempozähler. Crow beendet dann seinen Zug, ohne irgendetwas zu machen. Grigar ist wieder dran und er zieht die Karte Damage Summon. Die hat für das Duell jetzt keine wirkliche Auswirkung. Grigar bekommt dann einen Tempozähler auf seine Tempowelt. Crow bekommt ebenfalls einen Tempozähler auf seine Tempowelt. Und Grigar aktiviert den Effekt seiner fliegenden Festung Skyfire, was ihm erlaubt, eine Karte abzuwerfen und dann eine Karte von Crow zu zerstören, was in dieser Situation nachgemachte Feder ist. Grigar greift dann mit seiner fliegenden Festung Skyfire an, doch Crow aktiviert die Karte Schwarzflügel Gegenreaktion, die es ihm erlaubt, alle Karten von Grigar bzw. alle Monster zu zerstören, da er 5 oder mehr Schwarzflügel in seinem Friedhof hat, und zwar Shura die Blaue Flamme, Mistral der Silberschild, Bora der Speer, Schwarzflügel Rüstungsmeister und Gale der Wirbelwind. Aus irgendwelchen Gründen aktiviert sich dann Grigars Finstermeer Rettungsring, der es ihm dann nochmal erlaubt, eine Karte zu ziehen. Kein Mensch weiß wieso, es wird auch nicht richtig erklärt. Vielleicht wurde es im Original richtig erklärt, aber es wird einfach nur gesagt, ja, ich habe jetzt hier noch eine Überraschung, ich darf jetzt noch eine Karte ziehen. Kein Mensch weiß wieso. Warum? Weil du ihn abgeworfen hast? Weil ein Monster von dir zerstört wurde? Weil es wird einfach nicht erklärt. Er zieht einfach eine Karte und zwar ist das Basara. Und aktiviert dann noch seine andere Fallenkarte, die einen super random Effekt hat. Und zwar wurden ja zwei oder mehr Monster von ihm in diesem Zug zerstört und da eins von ihnen Stufe 8 oder höher hatte, kann er seinen erdgebundenen und sterblichen Chaku-Chalua beschwören. Ich weiß zwar nicht, was das für eine Random Condition ist, dass ein Monster, das von zweien zerstört wurde, mindestens Stufe 8 haben muss und was das damit zu tun hat, dass er dann einen Erdgebundenen und Sterblichen beschwören kann, aber da ist er. In diesem Erdgebundenen und Sterblichen sind, by the way, die Seelen von den Waisenkindern aus Satellite, die absorbiert wurden, und auch die Seelen der Menschen aus Grigars Dorf, die ebenfalls absorbiert wurden. Das bedeutet quasi, die Menschen, für die sowohl Crow als auch Grigar kämpfen, befinden sich in genau dieser einen Karte. Crow ist dann dran und er zieht die Karte Parasite Mind, die auch ein
sowas von Random Effekt hat, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Aber zunächst mal bekommen beide Tempowelten jeweils nochmal einen Tempozähler und dann beschwört Crow die Karte Schwarzflügel, Fane die Stahlkette. Die erlaubt es ihm direkt anzugreifen und Grygar damit 500 Punkte Schaden hinzuzufügen. Durch den Effekt von Schwarzflügel Fane die Stahlkette kann er dann den erdgebundenen und sterblichen Chaku Chalua in den Verteidigungsmodus drehen. Und was in der deutschen Version nicht erwähnt wird, ist, dass im Anime der Effekt von Fane die Stahlkette besagt, dass er den erdgebundenen und sterblichen im nächsten Zug nicht mehr in den Angriffsmodus drehen kann. Das wird einfach nicht erklärt, das ist so ein elementares Detail. Denn das bedeutet, dass er im nächsten Zug nicht mit seinem erdgebundenen und sterblichen angreifen kann. Normalerweise würde er ihn einfach in Angriff drehen, angreifen und das wär's halt, dann wäre das Duell vorbei. Aber das wird einfach nicht erklärt. Es kommt also für uns in der deutschen Version so rüber, als wäre Grygar einfach ein Volltrottel und vergisst sein Monster in den Angriffsmodus zu drehen. In etwa so wie Phoenix Uncut in Legacy of the Duelist. Crow spielt dann noch eine Karte verdeckt, und zwar Wachminen, und beendet seinen Zug. Grygar ist dann dran, er zieht nochmal ein Finstermeer Rettungsboot. In der Standby-Phase bekommen beide Tempowelten jeweils nochmal einen Tempozähler. Und Grygar aktiviert dann den Effekt von erdgebundener und sterblicher Chaku Chalua, der es ihm erlaubt, die Hälfte seiner Verteidigungspunkte als Schaden an Crows Lebenspunkten zuzufügen. Und nicht wundern, der hat zwar hier 2400 Verteidigungspunkte, weil er das auch im TCG so hat, aber im Anime hatte er 1600 Verteidigungspunkte, was bedeutet, dass die Hälfte davon 800 ist und Crow genau 800 Punkte Schaden nimmt und jetzt noch 100 Lebenspunkte hat. Ich finde es zwar auch irgendwie ein bisschen random, dass er dann genau 1600 Verteidigungspunkte hat und er dann genau 800 Punkte Schaden machen kann, damit Crow dann genau 100 Lebenspunkte hat, damit es dann epischer aussieht, aber ich meine, es ist ein Anime, also ja, das ist dann halt einfach so. Er beschwört dann auch noch sein Finstermeer-Rettungsboot und aktiviert seine Fallenkarte Basara, die es ihm erlaubt, ein Monster als Tribut anzubieten, dann ein Monster mit einer höheren Stufe zu zerstören und dem Beherrscher des Monsters 800 Schaden hinzuzufügen. Er opfert also sein Finstermeer-Rettungsboot und möchte Fane die Stahlkette zerstören und Crow 800 Punkte Schaden hinzufügen. Allerdings kontert Crow das mit seiner Fallenkarte Wachminen, die einen Effekt, der genau ein Monster zerstören würde, annulliert und dem Gegner dann nochmal 500 Punkte Schaden hinzufügt. Ist auch egal, okay? Wir machen weiter, Crow ist dran und er zieht die Karte Schwarzflügel, Blizzard, der hohe Norden. Endlich mal wieder eine gute Karte. In der Standby-Phase bekommen beide Tempowelten wieder einen Tempozähler. Und Crow spielt seine Karte verdeckt und beschwört Schwarzflügel, Blizzard, der hohe Norden im Angriffsmodus. Der es ihm erlaubt, ein Schwarzflügelmonster von seinem Friedhof zu beschwören, und zwar Shura, die blaue Flamme. Dadurch kann er jetzt eine Synchro-Beschwörung machen mit Blizzard, der hohe Norden, Fane, die Stahlkette und Shura, die blaue Flamme zu Schwarzflügel. Flügel, Silberwind, der Aszendant. Schwarzflügel, Silberwind, der Aszendant erlaubt es Crow, falls er als Synchro-Beschwörung beschworen wird, bis zu zwei Monster auf dem Feld zu wählen, die weniger Verteidigungspunkte als Silberwind, der Aszendant Angriffspunkte hat. Das bedeutet zwei Monster, die weniger als 2800 Verteidigungspunkte haben. Und Chaku Chalua hat weniger Verteidigungspunkte als Silberwind Angriffspunkte. Allerdings wird dann in genau diesem Moment gezeigt, dass sich die Kinder, für die die beiden sich duellieren, sich in dem erdgebundenen und sterblichen von Grygar befinden. Dadurch sind sie dann kurz abgelenkt und Grygar ist dann auch wieder bei Bewusstsein und will das Duell aufgeben und sieht ein, dass das, was er getan hat, beziehungsweise das, was die finsteren Auserwählten getan haben, falsch ist. Aber es kommt der Typ Move des Bösewichts, der sagt, nein, du duellierst dich jetzt weiter und zwar unter meiner Kontrolle, mein williger Sklave, ob du das jetzt willst oder nicht. Basically der Marik-Move, den er schon im OG Yu-Gi-Oh! Anime mit Joey Wheeler durchgezogen hat, und komischerweise kann Crow danach nicht mehr den Effekt von Silberwind, der Aszendant, aktivieren. Ich verstehe wirklich nicht wieso, weil ich meine, es kam halt irgendwas dazwischen und vor allem war Grygar derjenige, der die ganze Zeit gelabert hat. Also warum ist es dann plötzlich zu spät, den Effekt zu aktivieren und Chaku Chalua noch zu zerstören? Das ist halt, ich verstehe es halt einfach nicht. Dann ist Grygar am Zug, er zieht eine Karte, beide Tempowelten bekommen jeweils nochmal einen Tempozähler und Grygar switcht dann seinen erdgebundenen und sterblichen Chaku Chalua in den Angriffsmodus, greift direkt an, doch Crow aktiviert die Karte Parasite Mind, die es ihm erlaubt, eine Fallenkarte, eine permanente Fallenkarte auf der Feldseite des Gegners zu wählen und ihren Effekt quasi für sich selbst zu aktivieren.
Das bedeutet, er aktiviert jetzt den Effekt von Gregors Basara, was es ihm erlaubt, seinen Silberwind in Aszendant zu opfern und Chaku Chalua zu zerstören und dem Gegner 800 Punkte Schaden zuzufügen, wodurch Gregor genau 0 Lebenspunkte hat und dieses Duell vorbei ist. Und das ist einfach das typische Yu-Gi-Oh! 5Ds Ende für ein Duell. Es passiert das, was so gut wie immer in jedem Duell passiert. Am Ende eines jeden Duells in Yu-Gi-Oh! 5Ds wird irgendeine random Fallenkarte aktiviert, die man in keiner anderen Situation jemals irgendwie nützlich aktivieren könnte. Ich meine, stellt euch das mal vor. Er braucht quasi diese Karte. Der Gegner muss eine permanente Fallenkarte haben. Diese permanente Fallenkarte muss auch noch einen Effekt haben, den man überhaupt aktivieren kann. Das bedeutet, sowas wie königlicher Erlass oder kaiserlicher Befehl funktioniert hier nicht mal. Die permanente Fallenkarte muss dann auch noch einen Effekt haben, der für Crow in dieser Situation sinnvoll ist. Und dann muss es auch noch dafür sorgen, dass das Spiel in dieser Situation entschieden wird. Es ist halt einfach sowas von unwahrscheinlich, dass ich mich manchmal frage, ob die Macher von 5Ds einen damit verarschen wollen oder ob sie einfach keine anderen Möglichkeiten finden, das Duell sinnvoll zu beenden. Es soll halt immer wirken wie ein krasser Konter, aber das ist so random und man merkt einfach, dass ihnen kein anderes Ende für das Duell eingefallen ist und sie irgendein Ass-Pull einbauen mussten. Und wie gesagt, passiert das nicht nur in diesem Duell, sondern in so gut wie jedem Duell in Yu-Gi-Oh! 5Ds. Fast jedes Duell wird damit beendet, dass irgendein Charakter irgendeine Fallenkarte aktiviert, die dann plötzlich nochmal 3000 Punkte Schaden macht oder einem Monster mit 2500 Angriffspunkten erlaubt, direkt anzugreifen oder sonst irgendetwas. Und ich schätze, dass das einfach der komischen Tempo-Zauber-Mechanik geschuldet ist, weil man halt gefühlt keine Zauberkarten aktivieren kann und man deshalb mehr auf Fallenkarten setzt, aber das ist einfach ein absolut lamer Abschluss für so ein Duell. Aber gut, Freunde, das wär's mit dem Duell. Crow hat das Duell gewonnen. Er ist damit der einzige Nicht-Auserwählte, der einen finsteren Auserwählten besiegt, auch wenn Crow später noch zum Auserwählten wird, aber das lassen wir einfach mal außen vor. Gregor wird dann ins Reich der Schatten geschickt, erkennt allerdings vor seinem Tod noch, dass das, was er getan hat, selbstverständlich falsch gewesen ist und wünscht Crow und Yusei das Allerbeste dafür, die weiteren finsteren Auserwählten zu besiegen. Allerdings wird Gregor ohnehin nach ein paar Folgen wiederbelebt, also ja, warum sollte man epische Tode auch einfach auf sich beruhen lassen? Einfach immer alle wiederbeleben und dann sind doch alle glücklich, oder? Wie auch immer, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls dem so ist, aktiviert jetzt eure Gerätezauberkarte. Den Daumen nach oben. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.